Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Dirt 4, weiterhin mit meiner Wenigkeit Glamour. So, los geht's, Leute, weiterhin hier in Schweden geht's los. So. Schweden, kein Regen. Jetzt bin ich gespannt, wie das Auto dann Asphaltstaub ist ohne Regen. Ne, hatten wir ja schon. Ich bin so durcheinander da hier, da unnormal da. Nämlich da doof. Alles klar. Juhu, los geht's. Kennen wir die Strecke schon? Ich glaube. Ich denke. Am Rennen teilnehmen und wenn nicht, lernen wir sie gerade in 4 Runden. Gut, das geht gleich los. Konzentrier dich. Ah ja, ich konzentriere mich. Warum bist du schon so dreckig, das eine Auto da vorne? Ey, wackel nicht so mit deinem. Die Ampel ist rot. Scheiße. Schräg kann ich mich gar nicht erinnern. Ah. Achtung, bei der Engstelle treffen wir auf ein anderes Auto. Oh. Wohin? Das war scheiße. Aber gut. Bleib ruhig. Was falls, wenn ich in einer ganz anderen Klasse fahre irgendwie? Aber egal. Irgendwas rappelt hier in dem Auto. Oh, scheiße. Die Rennkommissare prüfen, ob du vom Kurs abgekommen bist. Nein, ich bin rübergeflogen. Komm, Gas. Schaffen wir ja. Uiuiui. Das hier könnte Nara ganz schön eng werden, hier die Ecke. Aber gut. Muss ich später gucken, wie ich das vielleicht kontrolliere. Aber mal gucken. Die Strecke hat es auf jeden Fall in sich. Also ich finde sie ganz schön haarig. Gerade so dieses... Die Rennkommissare werden keine Strafe für das Abkommen doch vom Kurs verhängen. Dankeschön. Dankeschön, ihr seid top. Ja? Danke. Danke. Eigentlich habt ihr das mal verstanden. Ihr Idioten, nach 100 Rennen habt ihr eigentlich verstanden, dass ich nie abkürze. Ja, ich bin der perfekteste Fahrer der Welt. Ah, ich um mein Holz. Ja, Karosserie und Scheinwerfer. Natürlich wollen wir kein Auto waschen und beschädigen. Oh Mann, ey. Das ist, ja. Rühr nicht immer so da dran rum, Alter. Mal ein bisschen geschmeidig, du. Rot, mach dich bereit. Los, los, los. Wir sind rechts. Oh. Lass dich nicht ablenken und konzentrier dich. Ich glaube, das Auto hat einen weg. Aber gut, ich werde es noch probieren, damit zu fahren. Alter. Wenn er jetzt noch zwei, drei Schläge vorne drauf geht, dann ist er gleich ganz Schrott.
Oh, oh. Oh, das war gar nicht so schlecht. Er ist da auf diesen Schotter zu pesen. Also, das war knapp. Das war knapp. Eieiei. Jetzt habe ich gerade, war ich mit dem Kopf woanders, Leute. Das wäre dann mein Fehler gewesen, aber das klappt auf jeden Fall nicht. Also durch die Joker-Runde verliert man ja kaum Zeit, ne? 0,746, also nicht mal eine Sekunde. Jetzt bleiben wir mal gerade. Dann kann man nämlich die Kurve hier nämlich auch besser anfahren. So, und hier bleiben wir jetzt nämlich auch mal. Machen wir mal so. Und dann hier schon. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich das will. Ich bin der Meinung, ich muss hier noch ein bisschen schneller werden. Alter, das war. Das war. Sieht immer aus, wenn das hier Go-Kart-Strecken wären. Das war zum Beispiel super jetzt. Ein bisschen weniger rutschen und dann wäre ich super durchgekommen. Ja, sehr gut. Das ist ein Sieg. Ich weiß. Ich mache ja auch den Sieg. Ich bin der Siegmeister. Der Sieg, der Sieg, der Sieg, der ist meiner. Der Sieg, der Sieg, der Sieg, der ist meiner. Sieg, Sieg, Sieg. Reparatur übernehmen. Guck mal, da leichter Schaden, hier, untersucht doch mal alles, dankeschön, bestätigen, so, mach mal das Auto hier fertig, du alte Schneichnerchen hier, mit Mechanik haben noch nichts mehr zu tun. Bereit. Jawohl, bereit. Müssen wir dann nach hier. Jetzt so rum. Oh, 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 oh. Da habe ich dieses. Oh, scheiße. Etwas die Kontrolle verloren gehabt. Oh, oh. Haben wir auf jeden Fall keine Zeitstrafe reingedrückt dafür gerade. Na gut, jetzt versuchen wir wieder irgendwie Zeit gut zu machen. Gerade. Ja, nicht ganz gerade, aber gut. Ich glaube, wir kämpfen um den dritten Platz, sobald die anderen ihre Joker-Runden gefahren sind. Nicht so weit raus. So ab die Strecke. Üpf. Emma, hallo gesagt, dass ich da bin. Nein! Immer mit der Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Die Rennkommissare prüfen, ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Nein, habe ich nicht. Komm, Gavin, Gas machen. Wir müssen Abstand rausfahren. Scheiße, Alter. Jetzt übertreibe ich es aber hier mit der mit Schneiden der Kurven. Also zu eng nehme ich die. Genau wie das jetzt. Ah, jetzt habe ich einen Platten. Ja, ja, scheißegal. Ich gewinne auch damit. Wenn du
nur 2 Sekunden auf uns, sollten wir noch einen Platz vorrücken können. Na los. Das ist mir doch scheißegal. Okay, ja. Konzentrier dich wieder und dann los. Das Schild kann ich nicht durchfahren. Fahren auf der Felge auf den 3. Platz, Leute. Scheiße war das. Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Kurvenschneidens zu bestrafen. Okay, haben wir wenigstens 3. eingefahren. Wir sind immer noch Platz 1 mit Punkten. Also alles ganz easy. Qualifikation 4. Weiter geht's, Leute. Ganz einfach. Aber das Auto ist völlig im Ohr. Völlig. Wir machen diesmal auch nichts mehr dazu. Einfach bestätigen. Vollkommen in eine Grütze gehauen, das Ding. Aber gut, was soll's. Passt schon. Ja. Das passt schon. Rein in die Teilnahme. Auto ist wieder heil. Jungs haben gute Arbeit gemacht. Ja. Gib euch nachher eine Currywurst und Pommes, Alter. Gib mir meine Mantaplatte, ey. Da. Ihr kommt fort. Lass dich nicht ablenken. Ja. Wunderbar. Ja. So, schön gerade. Das ist so, will ich das sehen. Nach außen, von außen nach innen und dann. Können wir nämlich diese Kurve hier perfekt nehmen. Ja gut, außer jetzt, dass ich nach außen gekommen bin. Aber das ist ja nicht schlimm. Was war das denn? Ach, ich bin auf den. Keine Ahnung. Ob ich dagegen gekommen bin? Aber wie? Kann ich eigentlich gar nicht gegen gekommen sein. Naja, egal. War jetzt wieder schön gerade. Wupp. Absolut keine Schnitte, die KI. Oh. Gewonnen. Nein, ach Quatsch. Wir müssen hier hin, dahin und hier rum. Jetzt haben wir gewonnen. Das, aber ich finde, da oben der Start wäre doch schöner, oder? Gewonnen. Gut gemacht. Da, wo ich das vorhin meinte. Und dann hätte man eine rechts und dann eine links. Wäre auch cool gewesen. Da die Startposition. Halbfinale, Leute. So. Reparatur. Diesmal sollte nicht so viel in Arsch sein, sage ich ja. Karosserie, Scheinwerfer, Getriebe, Stoßdämpfer. Ja, komm hier, Auto waschen. Auto waschen geht immer, ne? 276.000 haben wir schon wieder. Also das würde bedeuten, nach diesem Rennen habe ich das Auto wieder drin. Ja, und dann hätten wir noch einmal komplette 6 Rennen.
Also Plus machen, glaube ich, tue ich nicht. Richtig. Oh, der Start war aber besser. Ich war genauso schnell wie die fast. Oh, Scheiße. 10 Sekunden Strafe. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das war's, Leute, ne? Oder? Ach komm, wir probieren's. Wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht. Dann habe ich Pech. Wo ich ja gar nichts dazu konnte, ne? Der... Das andere... Oh, Mann! Das andere Auto hat mich ja rausgedrückt. Aber gut. Jetzt verpiss dich da vor mir. Oh, der ist so langsam. Danke. Die müssen noch in die Joggerrunde. Und ich muss jetzt 10 Sekunden aufholen. Also wenn es geht, keinen Fehler mehr machen. Nicht da über diese Nippel fahren. Da hebt das Auto zu sehr aus der Vorderachse, also vorne aus der Achse raus. Kann mir überall noch einen Schein erlauben, aber nicht mehr vorne. Dann ist er hin. Also auf gar keinen Fall kann ich mir das erlauben. Komm rum. Jawohl. Also letzte Runde kommt jetzt. Gerne wissen, was ich für einen Vorsprung habe. Zeigen Sie mir nicht an. Also einfach weiter hoffen. Okay, Leute. Wir waren auf jeden Fall schnell. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Ja, ich weiß. Und? Ergebnis wird hochgeladen. Ja. Jetzt sag nicht, wir haben wieder einen Spielabsturz. Nein, alles klar. Weiter. Finale. Oh. Alles klar, ab geht's ins Finale. Dürfen wir fahren? Reparatur. Jawohl. Fürs Finale müssen wir natürlich noch hier waschen. Nee. Dürfen wir das nicht mehr? Doch. Gut, werden wir das nämlich auch mal machen. Bestätigen. So. Auto volle Pulle fertig gemacht fürs Finale. Volle Leistung. Volle Turbo-Power. Volle Glamour-Power. Bereit.
los. Kein Ladedruck. Dann habe ich den besten Start. Gas. Und zweiter geblieben. Jetzt gehen wir an dem vorbei und dann können wir fahren. Und tschüss. Wir haben scheiß Mechaniker. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Die stellen ihre Autos komplett falsch ein. Oh. Habe ich gerade gedacht, jetzt schmeiße ich ihn weg. Oh nein. Lieber auf zwei Reifen fahren, wie da wieder in diese Mauer. Oh. Fuck. Wieder 10 Sekunden Strafe. Das war nicht gut. Ich glaube, diesen Typen habe ich jetzt schon zweimal tot gefahren. Das kann nicht sein. Jawohl. Oh, oh. Ein bisschen schneller fahren, Leute. Sonst schaffe ich das nie, diese 10 Sekunden. So, einmal. Das war jetzt mal richtig gut, das auch. Jetzt hier rum anbremsen, dass er gleich so rumgeht. Da habe ich richtig verloren. Das war dämlich. Gerade. Super. Und gewonnen. Ja, sehr gut. Das ist ein Sieg. Der Ginos Sieg, trotz die plus 10. Ja. Super. Haben wir geschafft. Wieder 25 Punkte. Ja. Aktuell ist das ein Rennen mit Schwierigkeitsbonus. Gießt mindestens einen Lauf mit dem Wend den Schwierigkeitsbonus auf 81% auf. Aha. Strafzeit, Schließe, bla bla bla. Okay. Aber Kohle, Jungs. Kohle. Wieder 100.000. Zap, 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 zap. So, ich sage damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Dirt 4. Wir hören uns morgen wieder aus Frankreich. Ich mache jetzt erstmal eine Sendepause. Bis dann. Tschüss.